Das Werder-Fußballjahr 2023 hat begonnen, und zwar hier am Bremer Flughafen. Abreise nach Alicante in Spanien. So richtig doll strahlt sie jetzt zwar nicht mehr, aber so ein bisschen spanische Abendsonne können wir euch immerhin noch bieten hier. Direkt aus dem La Torre Golf und Spa Resort, wo gerade eben die erste Trainingseinheit des Jahres des SV Werder Bremen zu Ende gegangen ist. Für mich waren die letzten Monate, muss ich ehrlich und offen sagen, andere Dinge wichtiger, vor allem ich. Ich hatte große mentale Probleme, die habe ich auch offen mit der Mannschaft kommuniziert, auch mit dem Trainer. Ich bin jetzt auch in der Hilfe, ist auch ganz wichtig, dass ich es anspreche, weil ich glaube, ich bin nicht alleine. Also ganz ehrlich, nein, das war nicht... Ein Gedanke von mir, den ich da verschwendet habe. Ich versuche einfach immer wieder mein Bestmögliches auf den Platz zu legen, sei es im Training, sei es auf dem Platz. Wenn es am Ende irgendwann mal dafür reichen sollte, würde ich niemals Nein sagen, aber Gedanken daran verschwende ich nicht. Nein. Er ist das beherrschende Thema beim SV Werder Bremen, Niklas Füllkrug. Er trifft ja alles, hat ja auch bei der WM getroffen. Naja, und das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Bei ihm, bei anderen Clubs, vielleicht auch ein bisschen bei Werder. Es wird gemunkelt. Niklas Füllkrug wird im Februar 30, hat eine gute WM gespielt, weil er einer der wenigen Deutschen war, die wirklich performt haben und dann auf sich aufmerksam gemacht. Und natürlich ist er jetzt auf dem Markt sozusagen und interessant für andere Clubs und für ihn vielleicht nochmal die Gelegenheit und die Chance, woanders hinzuwechseln, also nach oben zu wechseln, vielleicht doch nochmal Champions League zu spielen. Fest davon aus, dass Niklas in der Rückrunde bei uns ist. Es geht wieder los. Endlich geht's wieder los. Die Bundesliga ist zurück. Und ihr merkt schon an meiner Vorfreude, ich kann es auch kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Werder spielt am Samstag 18.30 Uhr beim 1. FC Köln. Und ich sage euch, die Freude habe ich nicht alleine. Die haben wir heute auch auf dem Platz gesehen. Da ist richtig Spaß da. Die haben Bock, nach zwei Monaten ohne Pflichtspiele was zu reißen. Werder hat heute so schlecht ausgesehen. Wie ewig Zeiten nicht mehr. Man fehlen einem die Worte. 1:5 zur Pause. Also 5 Tore in einer Halbzeit, in der ersten Halbzeit, hat es in der Bundesliga-Geschichte für den SV Werder Bremen noch nie gegeben. Um mal zu verdeutlichen, was hier heute passiert ist. Das war Slapstick. Und dann ist das Ding auf einmal drin. Ja, und dann ging es pam, pam, pam. 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. Hey, ganz schön frostig hier im Weserstadion und das ist durchaus doppeldeutig zu verstehen, denn wir wollen ja eigentlich nicht mehr drüber reden, aber da war ja was am vergangenen Samstag, dieses unsägliche 1-7 und natürlich wirkt das immer noch ein bisschen nach. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, für eine nächste Aufgabe Optimismus, Zuversicht und auch Freude zu entwickeln, weil alles, was wir hier machen, ist erstmal ein großes Privileg, dass man es machen darf. Ein Fußballspiel und gleich 2 Serien sind dabei zu Ende gegangen. Und das wiederum ist aus Sicht des SV Werder Bremen höchst erfreulich, denn nach 4 Niederlagen in Serie hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner endlich mal wieder einen Sieg eingefahren, und zwar ein 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Den Füllkrug hatte in der 70. plus, ich weiß es gar nicht, 74, 75. Minute sein 2. Tor gemacht und damit das Weserstadion förmlich explodieren lassen. Und wenn wir eben bei Niklas Füllkrug, dem Mann des Tages, waren, dann bleiben wir doch auch zum Abschluss noch bei dem, denn der hatte eben im Gespräch mit den Journalisten für die Fans noch eine besonders frohe Botschaft parat. Er bleibt über den Winter, über das Wintertransferfenster hinaus bei Werder Bremen. Das hat er mehr als nur angedeutet. Er hat gesagt, er geht nicht davon aus, dass noch was passiert. Der 31. Januar 2023. Es ist mal wieder Deadline Day. Olli Burke gestern weg, verliehen an den FC Millwall wieder nach England. Maximilian Philipp dafür da, auch per Leihe aus Wolfsburg. Der große Tausch in der Bremer Offensive, mit dem große Hoffnungen verbunden sind, weil dieser Philipp, der hat früher ja mal in der Bundesliga richtig überzeugt. Freiburg hat ihn mal verkauft nach Dortmund für 20 Millionen Euro. Also wenn der auch nur annähernd an die alten Zeiten hier in Bremen anknüpfen kann, ich glaube, dann könnte Werder sehr, sehr viel Spaß mit dem bekommen. Gut. Wir haben das ja auch immer wieder gesagt, dass wir unserem Kader zu 100% vertrauen. Ich meine, wir haben wirklich eine sehr gute Hinrunde gespielt. Strömender Regen hier in Stuttgart, bestes Werder-Wetter. Und was soll man sagen, die Mannschaft hat geliefert.
2:0 Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Einen direkten Konkurrenten abgehängt. Werder hat jetzt einfach mal 27 Punkte auf dem Konto nach 19 Spielen. Das kann sich absolut sehen lassen. 11 Zähler Vorsprung jetzt schon auf dem Relegationsrang. Wer das am Anfang gedacht hätte, am Anfang, nachdem der Winterpause vorbei war, dann sah es ja so aus, als würde Werder jetzt eher einbrechen. Und jetzt zwei ja doch sehr beeindruckende Siege gegen den VfL Wolfsburg und eben gegen den VfB Stuttgart. Sieht nicht so schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Da schaut man auch mal gern hin. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir da sind, weil wir auch die Hinrunde plus jetzt auch die letzten Spiele auch gezeigt haben, dass es oder einen Fußball gezeigt haben, haben wir so, einen Fußball gezeigt haben, der dann auch Bundesliga-tauglich ist. Ich habe ja von Anfang an auch betont, dass wir uns auch als Familie sehr wohlfühlen hier in Bremen. Und ja, zum anderen ist natürlich auch so das Wohlfühlen als Spieler natürlich absolut gegeben für mich persönlich. In meinem ersten Jahr schon mit einem Erfolg, mit dem Aufstieg, was erreichen konnte hier. Darf ich euch auch mal bitten, hier einmal mit drauf zu unterschreiben? Hat leider nicht gereicht. Ich habe extra noch mal in der Kreisliga mit geübt, aber das soll nichts werden. Dankeschön. Tagchen, moin. Darf ich dich einmal bitten, mit aufs Trikot zu unterschreiben? Jo. Heute hat es ja leider nicht geklappt. Warum? Weiß ich nicht. Die Trainer wollten mich nicht mit drauf lassen. Ich dachte eigentlich, Hannover und Hertha waren eine gute Bewerbung. Ich habe auch extra für dich eigentlich noch ein Tattoo hier dran gemacht. Aber mein Ziel ist nicht aufgegangen. Ich wollte einen auflegen. In Hannover hat es geklappt, ne? Ja, da hat's kurz geklappt, hier gar nicht. Und wenn wir an den FC Augsburg denken, sind wir mal ehrlich, lange hat man da an die Augsburger Puppenkiste gedacht, gerade 75 Jahre alt geworden, aber mittlerweile denkt man eher an Rafael Gikiewicz aus Bremer Sicht. Emotionen spielen immer eine große Rolle im Fußball. Ja, ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war und ja, jetzt hoffe ich, dass wir den Spieß da umdrehen können. Gikiewicz, kennt ihr alle noch aus dem Hinspiel, der den Elfmeterpunkt kaputt gemacht hat, der hat sich heute mal schön mit den Werder-Fans angelegt. Ich mach doch noch mal so hier diese Geste hier, hallo, ich höre nichts, Werder-Fans. Ja, Mörder-Five-Konzert, der steht auch direkt vor dem Werder-Fan-Block. Und dann ist Marco Friedland gegangen, der hat die Werder-Fans verteidigt. Leute, das habe ich auch selten erlebt in der Mixung, dass er sagt, das geht gar nicht, so kann man mit den Fans nicht umgehen. Und hat sich noch mal richtig aufgeregt, dann dachte ich, ja toll, Marco Friedland regt sich auf, ja, dann hat Gikiewicz noch mal nachgelegt. Ja, der will jetzt alle Werder-Fans verklagen, die schlecht über ihn schreiben bei Instagram und bei Twitter. Frage ich mich auch, wie kann das nur passieren? Keine Ahnung. Also wenn ich es wüsste oder wenn Werder oder die Verantwortlichen wüssten, dann würde man das, glaube ich, auch offen kommunizieren. Aber wie gesagt, also ich glaube, das wurde eh schon offen kommuniziert. Ich traue das niemandem aus unserem näheren Umfeld zu und bin mir da auch ziemlich sicher, dass das so nicht passiert ist. Natürlich ist es erstmal so, dass man sich fragt, wie sowas passieren kann und ja, ohne da zu viel irgendwie verraten zu wollen, aber es ist eben so, wer unsere Kabine kennt, der weiß, dass da irgendwie viele Türen hinführen und ja, das liegt in den Händen anderer Leute, die sich damit besser auskennen als ich. Ich mache Fußball und die Polizei macht Polizeiaufgaben. Mannschaft des Jahres ist der SV Werder Bremen geworden. Ja. Keine Überraschung, bei den Erfolgen, bei dem Aufstieg erwarten, wurden nochmal die Bilder gezeigt von der Aufstiegsfeier und der SV Werder Bremen war stark vertreten. 2:3 gegen Leverkusen, ne? Da war doch was möglich heute. Ja, wenn man seine Tore nicht schießt, die man die Möglichkeiten hat, dann ist das Pech, ne? Köln, bitte, Köln. Und was kam? Nix. Nix kam. Hand aufs Herz, heute hätte es einen Sieg gehen können. Gab's nicht. Was will man machen, ne? Was will man machen? Ole Werner. Boah, war der heute angefressen. Ist absolut nicht einverstanden damit, wie im Moment über den SV Werder Bremen berichtet wird. Und zwar geht es um diese 30 Punkte nach 24 Spielen. Das hatten wir ja mal vor 2 Jahren. Und dass da immer in die Vergangenheit geschaut wird, als dann der Absturz und dann der Abstieg kam. Und horcht mal rein, was Ole Werner dazu gesagt hat.
Dazu kann ich nichts sagen, weil ich vor 2 Jahren nicht hier war, so wie ganz viele andere Spieler auch nicht. Und deshalb ist es auch nichts, was uns, was jetzt ein großes Thema für uns ist. Deshalb, ich würde mal sagen, muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich so von dem Tenor da ein bisschen überrascht bin. Ich glaube, es gab wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren keinen Aufsteiger, der bei 30 Punkten am 24. Spieltag irgendwie ein mulmiges Gefühl gehabt hat. Was machen wir nur mit diesem Spiel des SV Werder Bremen? Da spielen sie ja eigentlich gar nicht so schlecht und gehen hinterher am Ende als Verlierer vom Platz. Also wenn Werder so weiter verteidigt, dann wird es echt vielleicht noch mal eng. Das festgehalten. Die haben eigentlich das grundsätzlich ganz gut gemacht, aber solche dicken Fehler, solche Schwächen darfst du dir nicht leisten in der Bundesliga. Da wollte man den großen Schritt zum Klassenerhalt machen, Big Points sammeln, nicht geschafft. Und es wurde auch deutlich angesprochen hinter von Marco Friel zum Beispiel. So geht das nicht. So können wir nicht verteidigen in der Bundesliga. Immer passieren uns diese Fehler. Und das ist so ärgerlich für die Abwehr, die ja eigentlich das gut gemacht hat. Aber insgesamt ist das dann doch zu wenig. Ob es jetzt irgendwas mit Schläfrigkeit oder Sonstiges zu tun hat, denke ich nicht. Aber wir werden uns darüber nochmal mit dem Trainer auch austauschen, dass das ab jetzt hoffentlich nicht mehr passiert. Wichtig ist auf jeden Fall das Spiel gegen Mainz. Ganz hohe Bedeutung für die Bremer. Jeder hat es in den Fokus gerückt. Ole Werner hat es auch noch mal betont. Das ist natürlich ein wichtiges Spiel, denn man muss jetzt mal so langsam die Ernte einfahren. Um ganz ehrlich zu sein, hätte es heute Nachmittag voll und ganz ausgereicht, wenn man dieses Stadion dahinter mir, die Meva Arena des ersten FSV Mainz 05, erst ab der 85. Minute betreten hätte und die Zeit vorher, ich weiß auch nicht, mit was anderem verbracht hätte. Denn richtig spannend im Spiel gegen den SV Werder Bremen wurde es eben erst in der Schlussphase. 2:2 ist das Bremer Gastspiel hier in Mainz ausgegangen. Niklas Füllkrug, 16. Saisontor. Einmal mehr der Bremer Held des Nachmittags, obwohl der auch vorher einen sehr, sehr schweren Stand hatte in diesem Spiel, hat dann tatsächlich noch den späten, den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 geschossen. Ausverkauftes Olympiastadion, von uns sehr, sehr viele Fans mit dabei. Heiße Phase der Saison. Ich glaube, das Wetter soll auch einigermaßen gut werden. Da freut man sich drauf, klar. Ist ein geiles Auswärtsspiel. Die Werder-Fans machen die Hütte voll und es wird da noch einen großen Fanmarsch geben. Das wird ein interessanter Berlin-Tag. Ja, deshalb freuen wir uns über diese Unterstützung, brauchen sie. Und das gibt dem Ganzen sicherlich auch nochmal einen besonderen Rahmen. Meine Seele ist grün und weiß pigmentiert, auch wenn das Es war ein unglaublicher Werder-Tag, der Werder-Tag schlechthin seit Jahren in Berlin. Vielleicht das letzte Mal, als es den Pokalsieg gab. Danach roch es ja heute irgendwie so ein bisschen den ganzen Tag. Erstmal eins vorweg, wisst ihr alle, Werder gewinnt hier 4:2 mit einer fulminanten Leistung und mit einem Triple-Dutch. Auswärtssieg, 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 Auswärtssieg. Absolut beeindruckend. Freunde, wir haben heute sowas von Berlin eingenommen. Das ist unsere Stadt. Es ist ab heute Hansestadt Berlin. Und wir haben sowas von 3 Punkte heute geholt. Hansestadt Berlin, klingt gut. Ja. Also auf jeden Fall, dass wir den Klassenerhalt gesichert haben und wir uns jetzt mit den Jungs übertrieben einen reinsaufen werden. Dass die ganze Nummer dann aber so bitter endet aus Bremer Sicht, das hätte sich bei Werder sicherlich auch keiner vorstellen können vor dem Spiel. Mit 1:2 nach 1:0 Führung hat Werder seine Partie hier auf Schalke verloren. Noch sind das 7 Punkte und noch ist der Alarmismus immer noch nicht angebracht. Aber man weiß, was in Bremen vor 2 Jahren schon mal passiert ist. Und das will natürlich keiner der Beteiligten, dass sich das wiederholt. Das Wichtigste ist, das wissen wir alle, du brauchst natürlich einen guten Tag, das ist definitiv so. Du musst über deine Leistungsgrenze hinausgehen und natürlich auch die Basics auf den Platz bringen, wie eine gute Aggressivität, eine hohe Intensität, eine Dynamik, aber eben auch als Gruppe zusammenarbeiten.
Da läuft sie doch gerade, als sie starten hier, läuft hier einer mit Lederhose rum. Ah, und er wäre kurz davor gewesen, dass man ihn die heute ausgezogen hätte. Denn Werder war so dicht dran, den Bayern weh zu tun, wie vielleicht schon lange nicht mehr. Wobei, so lange ist es gar nicht her, dass Werder mal einen Unentschieden geholt hat gegen die Bayern. Aber irgendwie so gefühlt sind die ja auf Lichtjahre entschwunden. Aber heute hier im Weserstadion hat Werder eine richtig gute Leistung geboten. Am Ende 1-2 verloren. Aber es wurde nochmal spannend und das ist Niklas Schmidt zu verdanken, der das Ding da mal einmal reingeknüstert hat in den Knick. Also ein super Tor, sogar Lob bekommen von Thomas Tuchel. Aber er sagt, es hat sich eigentlich nichts geändert. Wir brauchen noch Punkte wahrscheinlich. Also es ist noch nichts durch, es ist noch nicht vorbei, also geht es noch weiter. Das Weserstadion wird hübsch gemacht für das letzte Heimspiel in dieser Saison. Man kann es gar nicht glauben, ist schon bald vorbei. Und es geht noch mal um eine richtige Menge. Es geht um den Klassenerhalt. Ein Punkt fehlt. Es ist tatsächlich geschafft. Der SV Werder Bremen hat als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Und das Ganze auch noch einen Spieltag vor dem Saisonende. Erste Liga! Mit nunmehr 36 Punkten auf dem Konto kann die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner gar nicht mehr unten reinrutschen. Ich habe gerade geheult, weil wir halt den Klassenerhalt geschafft haben heute. Werder kann ganz entspannt in einer Woche das letzte Auswärtsspiel bei Union Berlin zu so einer Art Butterfahrt machen. Wir wussten ja, ein Punkt reicht. Der hat gereicht, die anderen können es auch nicht besser. Von daher, alles super laufen. Ist das nicht entspannt? 34. Spieltag, Werder hat den Klassenerhalt sicher und muss sich am allerletzten Spieltag wirklich eigentlich um gar nichts mehr Sorgen machen. Aber es steht ja auch für die Bremer selber was auf dem Spiel, beziehungsweise für einen Mann ganz besonders, Niklas Füllkrug. Und das bedeutet eben, dass Niklas Füllkrug selber entscheiden kann, ob er nun Torschützenkönig der Bundesliga wird oder nicht. Aktuell führt er die Liste immer noch mit 16 Treffern an. Die Saison ist vorbei, der SV Werder Bremen geht als Tabellen-13. in die Sommerpause. Ein bisschen was zu feiern gibt's auch für den SV Werder Bremen, A, den Klassenerhalt und B, die Torjägerkanone für Niklas Füllkrug. Ja, man hat den Niklas Füllkrug den Stolz angesehen. Das Ding ist im Wichtigen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon komplett verarbeitet, was da heute in Bremen und rund um das Weserstadion genau passiert ist? Ich bin ganz ehrlich, ich kann selber noch nicht so ganz glauben, was Werner da heute wieder für ein Meisterstück ausgepackt hat. Naby Keita vom FC Liverpool wechselt tatsächlich zum SV Werder Bremen. Nicht irgendwie auf Laie, sondern fest. Für die kommenden 3 Jahre laut unseren Informationen. Und man fragt sich natürlich, wie hat dieser Club das auf jeden Fall wieder hinbekommen? Eine ganz entscheidende Rolle, Johannes Jahns, der neue Kaderplaner der Bremer, früher in Salzburg gearbeitet. Daher kennt er auch schon Naby Keita, denn der war auch bekanntlich mal in Salzburg beim Brauseunternehmen sozusagen. Max Morlock, Klaus Fischer, Andreas Möller und Gerd Müller. Und jetzt auch noch Niklas Füllkrug. Das sind die einzigen 5 deutschen Nationalspieler, denen es gelungen ist, in 5 aufeinanderfolgenden Länderspielen ein Tor zu erzielen. Länderspiel in seinem Wohnzimmer Weserstadion. Er ist, so wie er das bei einem Werder-Spiel ja auch schon mal gemacht hat, gemeinsam mit seiner Tochter an der Hand eingelaufen. Seine komplette Familie war im Stadion. Jedes Spiel, was ich für Deutschland mache, mache ich voller Stolz und mache ich mit 100%, ob es 10 Minuten sind, 5 Minuten oder 90. Ich glaube, dass ich der Mannschaft helfen kann. Der Urlaub ist vorbei. Der SV Werder Bremen kehrt zurück hier ins Wohninvest-Weserstadion. Also nicht der ganze SV Werder Bremen, sondern die Profis des SV Werder Bremen. Auch noch nicht alle, denn es geht so peu à peu. Geht es hier wieder los? Und Marvin Ducksch. Da war noch was mit Marvin Ducksch. Jo, der wird seinen Vertrag in diesen Tagen verlängern. Hat sich mit dem SV Werder Bremen auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Das ist noch nicht offiziell, da will noch keiner ganz klar was zu sagen, aber wir haben es gehört, die Kollegen der Bild-Zeitung haben es zuerst berichtet, wir haben auch noch mal nachgefasst, ist so, der wird bleiben. Das ist schon ein bisschen eine Überraschung, dass das jetzt schon bekannt ist. Jin Ma, oh, mit einem coolen Auto hier vorgefahren. Ja, da hat er nach seiner Ausleihe, bei seiner Ausleihe in Dortmund bei der U23 ordentlich für Furore gesorgt und soll jetzt hier richtig durchstarten. Da sind wir alle ganz gespannt drauf. Deshalb, ist er jetzt 1,5 Jahre später, logischerweise auch wirklich 1,5 Jahre weiter. Und deshalb, ja,
gehen wir davon aus und denken, dass die Fähigkeiten, die er hat, grundsätzlich auch in der Bundesliga funktionieren können. Das ist natürlich schon so, dass wir uns freuen darüber, dass Navi sich für uns entschieden hat. Ist ein Spieler, der sicherlich den Unterschied machen kann. Und trotz alledem ist es jetzt auch unsere vorrangige Aufgabe, erstmal ihn wieder in einen Rhythmus zu bringen, den er jetzt zuletzt in Liverpool nicht hatte. Und meine Ambition ist, auch so tolle Sachen hier zu machen und vielleicht so ein Stück Geschichte hier zu schreiben. Und was wichtig ist, was ich schon erwähnt habe, wir müssen so alles zusammen arbeiten und zusammen sein, um in der Bundesliga so was Großartiges zu erreichen. Als erstes Naby Keita, der Starspieler vom FC Liverpool gekommen, der sollte hier in Westerstede eigentlich sein Debüt für den SV Werder Bremen geben, kam auch raus auf den Platz, hat sich warm gemacht, ja, ist dann aber verschwunden und kam nicht wieder. Der hat sich verletzt beim Aufwärmen, Ole Werner hat es eben erklärt, an den Adduktoren hat er Schmerzen verspürt und jetzt hoffen natürlich alle, ganz besonders Werder Bremen, darauf, dass da kein längerer Ausfall droht. Tag 0 im Trainingslager des SV Werder Bremen im Zillertal. Zum 12. Mal ist Werder hier in Zell am Ziller. Die Stimmung, so bei allen, die es mit Grün-Weiß ganz gut halten, die ist ja erstmal von ganz oben. Naby Keita ist verpflichtet worden nach, erzähl du. Ja, ist der Worst Case eigentlich eingetreten. Ne? Alle haben vorher so gedacht, oh, hält das wirklich mit den Verletzungen? Da gibt es ja die lange Historie. Mhm. Und wie lange hielt es jetzt? Nicht mal eine komplette Woche. Beim Warmmachen für ein Testspiel. Er sollte endlich debütieren. Die Warmmachklamotten hat er immerhin angehabt, bis zum Trikot hat er es dann nicht mehr geschafft. Adduktoren. Und dann haben wir noch einen, über den immer geredet wird, Niklas Füllkrug. Da wird auch diesmal wieder geredet werden. Im Moment habe ich eher das Gefühl, boah, wenn da jetzt einer um die Ecke kommt mit einem ordentlichen Angebot, dann ist er fort. Ja, das stimmt. Man fragt sich, wie weit will und wie weit kann Werder sich noch strecken? Deswegen gibt es da keine zwei Meinungen, sportlich gesehen, dass wir Niklas natürlich sehr, sehr gerne behalten würden. Tag 5 im Trainingslager des SV Werder Bremen hier im schönen Zell am Ziller. Gestern wurde ganz schön gefeiert. Warum eigentlich? Ja, nach dem Testspiel der obligatorische, traditionelle Mannschaftsabend, den es in so einem Zillertal-Trainingslager immer gibt. Niklas Schmidt war auch dabei, habe ich gesagt, der steht in der Tat vor dem Wechsel zum FC Toulouse. Das verdichtet sich immer mehr. Fakt ist, dass Lee wechseln wird, aber ich bitte darum Verständnis, dass ich den Verein noch nicht bekannt geben kann. Es handelt sich um einen Verkauf. Natürlich war es dann auch eine Verhandlungssache, ob man über eine Leihe spricht oder nicht. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und wenn dann die Zahlen stimmen, dann muss man dann ja auch eben danach handeln. Tag 10 im Trainingslager des SV Werder Bremen. Was sagst du? Was war das jetzt für ein Trainingslager? Naja, jetzt mal rein journalistisch gesehen war es eines der langweiligsten, die ich je erlebt habe, weil halt überhaupt keine Transfers da waren. Gut, Libio Ken ist gegangen, aber es ist kein Spieler gekommen. Das wünschen wir uns ja immer, weil wir euch natürlich mitteilen wollen, wie ist denn dann der Neue? Genau. Das konnten wir nicht. Zum Glück sind die ganz großen Verletzungen ausgeblieben. Wir wollten einen guten Abschluss vom Trainingslager haben, die Dinge sehen, die wir uns in den letzten Tagen erarbeitet haben. Ich glaube, dass das in beiden Spielen zumindest phasenweise zu erkennen war. Bin mit den Leistungen überwiegend zufrieden. Ich bin Senna Linen. The first contacts with Bremen were few months ago. They've been following me quite a few times. Wird also Zeit, dass es endlich wieder losgeht mit Bremer Pflichtspielen. Und das sieht auch der Trainer Ole Werner ganz genauso, der während der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gleich mehrfach betont hat, wie viel Bock er auf den Pokal, wie viel Bock er auch danach auf die Bundesliga und wie viel Bock er insgesamt auch diesen SV Werder Bremen hat. Ja, ist ein Drittligist, der jetzt schon im Wettbewerb steht oder schon ein Drittligaspiel hatte, das auch gewonnen hat. Sicherlich keine leichte Aufgabe, muss jetzt ja für uns alle nicht die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, deshalb wissen wir, was dort auf uns zukommen kann. So weit kommen wie möglich, aber im Pokal ist es eben so, es fängt mit jedem einzelnen Spiel an. Die Vorfreude auf dieses erste Pflichtspiel der neuen Saison war riesengroß beim SV Werder Bremen. Und der Dämpfer, den es in diesem Pflichtspiel gab, in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Viktoria Köln, der war, ja, was ist die Steigerung von riesengroß, galaktisch groß. Denn mit 2:3 hat der Bundesligist das Spiel bei der Viktoria verloren. Und da wird es noch einiges zu besprechen geben in diesem Bus. Oder es herrscht eisige Stille. Das ist natürlich auch denkbar.
Es ist halt ein Pokal aus und ein Pokal aus in der ersten Runde für einen Bundesligisten bedeutet immer, dass du deiner Favoritenrolle nicht gerecht geworden bist. Und das ist was anderes als in einem Ligaspiel, wo du erstmal von den Gegebenheiten her dich ja, auf Augenhöhe befindest. Und deshalb gibt es auch vor dem ersten Spieltag jetzt noch keine Veranlassung für irgendjemanden, schlaflose Nächte zu haben. Natürlich auch ein Eröffnungsspiel austragen zu können hier im Weserstadion ist, glaube ich, auch nochmal eine Auszeichnung für die Stimmung, die hier ist, für den Verein, auch für das, was wir letztes Jahr gespielt haben, dass das hier von der DFL hingebracht wurde, dieses Spiel. Und damit hereinspaziert in die neue Bundesliga-Saison. Die Bundesliga wird 60 Jahre alt und den Auftakt, den gibt es hinter mir hier im Wohnen-West-Weser-Stadion am morgigen Freitagabend mit dem Nord-Süd-Gipfel schlechthin das Spiel gegen den FC Bayern München, 20.30 Uhr. Ein großes Brimborium. Wir haben mit Ole Werner natürlich gesprochen. Wie hat er diese vergangene Woche aufgearbeitet? Er hat es intensiv getan. Er hat es ja mit den Spielern natürlich im Verbund getan. Er hat aber auch gesagt, man sollte jetzt auf keinen Fall schon vor dem allerersten Spieltag dieser 61. Bundesliga-Saison wirklich alles über den Haufen schmeißen. 0:4 gab es einen auf die Mütze hier im Wohnen-West-Weser-Stadion gegen den FC Bayern München. Und es wäre gar nicht so heftig gewesen, wenn der SV Werder Bremen nicht am Ende komplett eingebrochen wäre. Das sind halt die Bayern, ne? Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir bleiben in der Liga. 12 Jahre jetzt in Folge. Also jeder gewinnt halt irgendwann gegen Bayern und wir schauen es halt nie. Irgendwie hat man das Gefühl, da geht so eine Spirale. Es dreht sich immer weiter nach unten. Und alle, mit denen du sprichst, haben so das Gefühl, huiuiui, die Rückrunde war schlecht. Wie will Werder da wieder rauskrabbeln? Ole Werner hat es gesagt, ganz einfach. Einfach arbeiten. Eigentlich wäre das völlig in Ordnung gewesen, wenn dieses Fußballspiel hier 0:0 endet. Damit hätten beide Mannschaften nach einem packenden Kampf gut leben können. Ja, aus Bremer Sicht muss man ganz deutlich sagen, leider ist das aber nicht 0:0 geendet. 0:1 musste sich der SV Werder hier am zweiten Spieltag der Bundesliga beim Europapokal-Teilnehmer Freiburg geschlagen geben. Ich glaube, dass die Stimmung auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie vielleicht letztes Jahr die Rückrunde zu Ende gegangen ist, dass da einfach dann die sportlichen Ergebnisse nicht da waren. Trotzdem geht es auch nicht darum, dass ich jetzt Dinge schönrede. Natürlich brauchen wir Punkte, wir wollen Spiele gewinnen, dafür spielen wir Fußball. Ja, zu Gerüchten möchte ich mich heute Abend gar nicht äußern, was ihr mit Sicherheit verstehen könnt. Niklas Füllkrug ist nicht länger beim SV Werder Bremen. Der hat sich heute Morgen schon in aller Frühe auf den Weg gemacht Richtung Ruhrgebiet. Und zwar zu Borussia Dortmund, wo er einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Zur Stunde soll das geschehen. Also es ist damit zu rechnen, dass dieser Vollzug auch heute noch vermeldet wird und Niklas Füllkrug dann sehr wahrscheinlich ein schwarz-gelbes Trikot irgendwo in die Kamera halten wird. Ilja Grujew ist in England, Clemens Fritz hat das bestätigt. Da steht ein Wechsel zu Leeds United unmittelbar bevor. Auch das dürfte heute noch bekannt gegeben werden. Olivier Desmonts heißt der Mann, kommt von Cercle Brügge aus der belgischen Liga, hat ein A-Länderspiel für die belgische A-Nationalmannschaft absolviert, 23 Jahre alt und der sitzt gerade hier im Stadion hinter mir schon auf dem Ergometer, absolviert seinen Medizincheck. Herr Oliver Burke, denn auch der hat Bremen bereits verlassen, ist auf der Insel in England. Da steht ein Wechsel nach Birmingham, so hieß es zuletzt, im Raum. Und ebenfalls per Laie, nicht mehr bei Werder, wird Dikeni Salifu in der neuen Saison die Fußballschuhe schnüren. Und zwar für einen ganz, ganz großen Namen. Clemens Fritz sprach eben nur davon, ja, ich kann bestätigen, Dikeni ist in Italien und da eben nicht bei irgendeinem Club, sondern wie zu hören und teilweise auf Videos in den sozialen Netzwerken auch schon zu sehen ist, bei der alten Dame bei Juventus Turin. Wer kommt denn noch beim SV Werder Bremen dazu? Und da gab es Gerüchte ohne Ende und jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel. Raphael Boré von Eintracht Frankfurt, der soll es jetzt werden. Man sagt ja so schön, Mainz wie es singt und lacht. Heute war es Sinken mit K. 4-0, ne? Besser geht's doch gar nicht. Wir haben ein gutes Zeichen gesetzt. Jinma, richtig geil, der Junge kann Bundesliga. Wir haben ein Jinma. Mehr brauchen wir nicht. Ein Jinma macht das für uns. Ein Jinma ist der neue Star. Wir brauchen nicht mehr als ein Jinma. Merkt euch das. Er ist der Beste. Er kann alles. Er kann sogar Elfmeter spielen. Er wäre gut. Überall. Wirklich. Ohne Spaß. Mein lieber Mann, was war das denn heute bitte? Werder überrollt den FSV Mainz 05 mit 4:0. Unfassbare Stimmung im Stadion und das alles nach unfassbar turbulenten Tagen.
wo Niklas Füllkrug den Verein verlassen hat, wo man nicht so genau wusste, naja, wer soll denn jetzt eigentlich die Tore schießen? Denn eigentlich, das muss man sich mal erinnern, stand Ole Werner schon bereit, hatte drei Spieler zur Seite sich genommen und einer, der war da noch gar nicht dabei. Justin Ginmar. Er dachte nämlich, weil vorher sich Anthony Jung bei einem Zweikampf ja so ein bisschen was zugezogen hatte, nämlich doch den Linksaußen raus und dann wollte er eigentlich Neuzugang Olivier Demont bringen und musste sich nochmal umentscheiden, weil eben David Kovnatski diese Probleme hatte und plötzlich trabte dann so im Nachgang quasi Justin Ginmar an und das war, ja, das war im Prinzip Glück im Unglück, wenn man so will. Denn Justin Ginmar kam, sah, bereitete erst das Tor von Leo Bittencourt, der ebenfalls eingewechselt wurde, vor und traf dann nur eine Minute später auch noch. Also was für ein Einstand, was für ein Bundesliga-Debüt. Zurzeit haben wir gar keine Gespräche mehr. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch nicht mehr so damit beschäftigt. Jetzt hat die Saison angefangen und ja, ich versuche auf jeden Fall meine beste Leistung dieses Jahr noch abzurufen. Ich hoffe, auch der Verein ja, positioniert sich eher nach oben. Aber das ist jetzt, ich hatte mir eine Deadline gesetzt und die ist jetzt dann nicht mehr jetzt in der Saison. Und da wird man sehen, wann man wieder die Gespräche aufnimmt. Ich bin in einem Alter, ich glaube, ja, oft habe ich nicht mehr die Möglichkeit, Neues auszuprobieren. Und das ist natürlich immer in meinem Hinterkopf. Nach der Gala gegen Mainz kam die Länderspielpause und dann der Mega-Rückschlag hier in der Voith Arena beim Aufsteiger, der noch nie ein Bundesligaspiel gewonnen hat. Okay, es war auch erst das vierte, was sie bestritten haben, aber es war historisch, was hier passiert ist. Der SV Werder Bremen hat 2:4 hier beim ersten FC Heidenheim verloren. Ole Werner will das Spiel hart aufarbeiten diese Woche. Da geht es gegen Köln nächste Woche. Die haben auch ganz wenige Punkte auf dem Konto, den geht es noch schlechter als Werder. Es wird schon so ein kleines Schicksalsspielchen. Heute hat es mal wieder einen Sieg gegen 2:1 gegen Köln. Der SV Werder Bremen, die Mannschaft hat den Feierbefehl vom Trainer bekommen, höchstpersönlich. Ole Werner hat 2 Tage freigegeben. Also so die Stimmung, das haben alle mitbekommen. Das hat Werder selbst auch mitbekommen. Spieler, Mannschaft, Trainer, alle haben auch gesagt, durchatmen, jetzt haben wir es geschafft, den 2. Saisonsieg. Ja, die Freude ist groß, es ist wieder da, die Begeisterung, die Euphorie, die echt so ein bisschen verschwunden war in den letzten Wochen. Nach dem Mainz-Spiel war sie mal einmal ganz kurz da, aber dann war sie wieder weg durch diesen Heidenheim-Rückschlag. Sie ist wieder da, die Freude ist wieder da. Manchmal kann das ziemlich einfach sein, ein Fußballspiel hinterher in Worte zu fassen. Miloš Veljković, Werders Verteidiger, hat nach dem 2:4 der Bremer hier in Darmstadt gerade eben einen einzigen Satz benötigt und der lautete, das war nix. Werder ist hier richtig unter die Räder gekommen, sogar länger als eine Halbzeit lang, 70, 75 Minuten lang und da stand es 4:0 für Darmstadt. Dem Mann und wie eben erwähnt, Veljković haben so ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Mehr war das hier aber unter dem Strich nicht. Und jetzt ist die große Frage, ja, wohin führt der Weg dieser Bremer Mannschaft, die im Moment so ein bisschen ja, wie auf Wellen durch die Bundesliga schippert. Und in den nächsten Tagen, da wird Aufbauarbeit vonnöten sein, denn mit diesem Auftritt von heute am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim, da möchte ich lieber nicht drüber nachdenken. Na super, jetzt regnet es auch noch. Für Werder kommt es wirklich knüppeldick in diesen Tagen. Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Eine Partie, wo du lange Zeit eigentlich gar nicht gut ausgesehen hast und wie der sichere Verlierer aussahst. Und dann am Ende kommst du nochmal, drückst, machst tatsächlich 2:2 in der Nachspielzeit und kriegst nur eine Minute später dann doch nochmal den Gegenschlag, den Gegentreffer, das 2:3 und stehst wieder mit leeren Händen da. Natürlich richtig angefressene Stimmung im Werder-Lager. Wir haben uns eben gerade noch gefreut über das 2:2 und jetzt ist es natürlich wieder im Gegenzug das 2:3 gefallen. Ich bin restlos enttäuscht. 5 Spiele verloren in dieser Saison, 7 Partien gab es insgesamt, 6 Punkte sind es noch. Man ist da zwar irgendwie noch vor der Abstiegszone, aber niemand ist so wirklich richtig glücklich. Absolut fassungslos und auch schockiert. Dann machst du den verdienten Ausgleich und dann wieder so ein Dämpfer, das ist unfassbar. Was nützt dir vorne kämpfen und hinten fallen die Tore? Zurzeit, ja, fällt es halt schwer, positiv zu bleiben. Ich finde gerade diese Trainerdiskussion, die momentan immer aufkommt, finde ich eigentlich komplett ein Humbug. Weil mit dem Kader kann man nicht viel mehr rausholen.
Die Länderspielpause ist vorbei. Endlich, werden da viele Fußballfans sagen. Denn die Bundesliga geht wieder los und hält für den SV Werder Bremen eine der schwersten Aufgaben bereit, die es in dieser Liga momentan wohl gibt. Nämlich ein Auswärtsspiel beim Vizemeister, bei Borussia Dortmund. Also ich freue mich aufs Wiedersehen mit Fülle, weil ich gerne mit ihm zusammengearbeitet habe, wie wir alle, glaube ich. Weil wir einen Teil des Weges gemeinsam gegangen sind in den letzten Jahren. Jiří Pavlenka fällt mit Adduktorenproblemen aus. Den wird Michael Zetterer vertreten, der dann zu seinem dritten Bundesliga-Einsatz kommt und zum zweiten von Anfang an. Also der wird eine starke Leistung abliefern müssen in Dortmund, damit da für Werder möglicherweise was drin ist. Auch nach dem 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen weiterhin nur 6 mickrige Pünktchen auf dem Konto. Was nach diesem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund aber auch schon die mit Abstand schlechteste Nachricht des Abends war. Mit 0:1 hat der SV Werder Bremen das Spiel hier beim Vizemeister verloren. Dabei aber im Grunde eine Niederlage hinbekommen, die durchaus als Mutmacher taugt. Denn der Bremer Auftritt hier beim BVB, der war alles andere als schlimm, der war sogar sehr manierlich. Wollen wir jetzt nichts schönreden und wollen die Spiele so schnell wie möglich natürlich gewinnen. Union Berlin ist zu Gast und wir erinnern uns mal zurück, Heimspiele gegen Union, nicht so eine ganz gute Sache aus Bremer Sicht. Gewonnen hat Werder da bislang noch nie, aber diesmal, so scheint es, sind die Chancen so gut wie eigentlich noch nie. Union Berlin, ja, die spielen in der Champions League, ja, die waren in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich und sind auch in Sachen Transferpolitik den Bremern doch weit enteilt, aber irgendwie in dieser Saison, da läuft es nicht. Ein ganz, ganz entscheidendes Spiel, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, wer dieses Partie verliert, da wird es danach richtig ungemütlich. Es ist die große Erleichterung hier im Wohn- im Westweserstadion. Überall spürbar gewesen. Der SV Werder Bremen schlägt Union Berlin 2:0. Und man muss ganz ehrlich sagen, hochverdient ist dieses Ergebnis. Michael Zetterer, der wieder für Jiří Pavlenka im Tor gestanden hat, der hatte kaum was zu halten bekommen, was nicht seine Leistung schmälern sollte. Wieder ein sehr, sehr starker Auftritt von Zetti. Das wird noch spannend vielleicht in den nächsten Wochen, ob es da vielleicht nochmal einen Torwart-Zweikampf gibt. In dem Moment, als es auf den Platz ging, der Name gerufen wurde und das Stadion dann doch schon relativ laut wurde, das habe ich noch mitbekommen. War es einfach ein Gänsehautgefühl, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen nach so langer Zeit. Am Ende waren es, meinte ja Norman auch, fast genau ein Jahr. Einfach schön, wieder den Rasen betreten zu dürfen, vor dann halt auch einem vollen Stadion. Die Nachricht kam um 10 Uhr am Freitagmorgen und sie ist hier am Osterdeich, direkt am Bremer Weserstadion, eingeschlagen wie eine Bombe. Denn der SV Werder Bremen hat wieder einen deutschen Nationalspieler. Marvin Ducksch heißt der gute Mann, seines Zeichens Stürmer. Und der ist am Morgen von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich in den DFB-Kader berufen worden. Natürlich freut es uns alle, glaube ich, für Marvin, dass er belohnt wird für die konstant auch guten Leistungen, die er bei uns gezeigt hat. Einfach schon was Besonderes, wenn man einen feinen Fuß, super Abschlussqualitäten, und das wird natürlich auch registriert. Ich freue mich, ihn im Nationaltrikot zu sehen. Mich freut es einfach, dass er für seine Leistung in den letzten Jahren belohnt wurde. Es war für mich eine ganz besondere Woche, glaube ich, mit dem Anruf vom Bundestrainer. Und ich glaube, direkt nach dem Anruf habe ich das erstmal so ein bisschen versucht zu realisieren und habe mich dann auch relativ schnell bei Fülle gemeldet. Ja, ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen drauf gehofft, ein bisschen damit gerechnet. Ich habe ihm auch schon unter der Woche gesagt, falls du einen Anruf kriegst, melde dich bitte bei mir. Hässliche Vögel goes international jetzt. Erstmal glaube ich, dass das alles sehr sarkastisch ist. Ich habe das natürlich damals so dahingesagt, war nicht meine Intention, dass wir wirklich so genannt werden. Habe mir dafür auch eine kleine Reibe abgeholt von Duxi. Aber das war alles spaßig und von daher, wir können drüber lachen. Es gab viele tolle Duos, mit denen wir uns, glaube ich, nicht vergleichen können oder wollen. Wie er schon gesagt hat, ich glaube, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie durch die Decke gehen sollte oder so, sondern einfach mal so aus Gag gesagt. Aber ja, ich glaube, dass wir uns damit trotzdem irgendwie einen kleinen Namen gemacht haben. Der Trainer hat immer weiter an uns festgehalten und so konnten wir einfach eine wirklich extreme Verbindung auf dem Platz zueinander aufbauen, die ich so noch mit keinem Spieler bisher hatte in meiner Karriere.
Testspiel auf ungewohntem Terrain. Wobei ungewohnt ist nicht ganz richtig, weil hier wird jeden Tag trainiert vom SV Werder Bremen. Aber eben keine Testspiele werden hier veranstaltet. Auf Platz 4 und 5 hier am Weserstadion wurde das Testspiel heute gegen Hansa Rostock durchgeführt, gegen den Zweitligisten. Jiří Pavlenka, interessante Geschichte, stand im Tor. Etc. Hat eine Pause gekriegt, hat ein bisschen im Kraftraum gearbeitet. Und nach dem Spiel haben wir ja mit Ole Werner gesprochen und der hat die Torwartsfrage für das Leverkusen-Spiel offen gelassen. Ja, unabhängig davon, ob Pavlenka wieder fit ist, jetzt ist der Torwart-Zweikampf wieder eröffnet. Es gibt so Tage, die sind einfach zum Vergessen, wird wahrscheinlich auch Ole Werner gedacht haben. Der hat sich heute aus dem Bett gequält mit grippalem Infekt, um doch bei seinem SV Werder Bremen zu sein. Als Chefcoach stand er noch in der Linie, hat alles gegeben und musste damit ansehen, dass seine Mannschaft einfach völlig unterlegen war gegen Bayer 04 Leverkusen. Michael Zetterer ist die neue Nummer 1. Schreibt mal unten rein, was ihr davon haltet. Ist entschieden worden vom kranken Ole Werner im Laufe der Woche mit seinem Trainerteam zusammen. Und das nicht nur für dieses eine Spiel. Nein, Jiří Pavlenka muss sich mit der Ersatztorhüterrolle jetzt länger anfreunden. Denn die Entscheidung pro Zetterer gilt erstmal für die nächsten Wochen. Er soll auch den Rückhalt bekommen, hat Clemens Ritz hinterher erklärt. Natürlich gut, was soll ich anderes sagen, aber es ändert jetzt nichts an meinem Arbeitsauftritt oder an meiner Einstellung zum Training, zu der Arbeit als die Wochen davor. Für mich war dann immer auch recht schnell klar, dass es der nächste Step, den würde ich gerne hier machen. Und ich glaube, dass mir das jetzt natürlich mit dem Step zur Nummer 1 auch gelungen ist. Ja, mein lieber Mann, das war mal gar nichts. Das muss man so deutlich sagen. Werder enttäuscht hier auf ganzer Linie beim VfB Stuttgart. Ja, und das Beste ist im Prinzip noch, dass man nur mit 0-2 verloren hat. Wirklich ein ja fast blutleerer Auftritt. Marco Friedl, der war völlig konsterniert. Der hat gerade eben noch gesagt, ja, ich kann mich nicht dran erinnern, wenn ich auf dem Platz gestanden habe, dass es jemals ein Spiel gab, außer vielleicht gegen den FC Bayern München, bei dem wir so hergespielt worden sind. Clemens Fritz, gerade eben mit dem haben wir auch noch gesprochen, der hat auch gesagt, also wir haben wirklich alles vermissen lassen. In der kommenden Woche kommt der FC Augsburg nach Bremen und das wird, und so hat Ole Werner das gerade eben auch gesagt, entgegen seiner Art, wo er sonst immer nicht so viel Brisanz in eine Partie kippen möchte, hat er gesagt, das wird eine richtungsweisende Partie, denn da unten in der Tabelle, da geht es richtig eng zu und Ole Werner hat gerade eben gesagt, so hart das auch ist, aber wir stehen genau zu Recht da, wo wir stehen. Generell ist es aber so, dass wir, glaube ich, letzte Woche auf allen Positionen unterlegen waren. Wenn ich die Mannschaft sehe, wenn ich auch die Qualität sehe, die wir innerhalb unserer Mannschaft haben, dann habe ich da vollstes Vertrauen in unsere Jungs. Und wir wussten ja auch von Anfang an, und davor versperren wir uns auch nicht, dass es einzig und allein um den Klassenerhalt geht. Nach dem schwachen Auftritt von Stuttgart sollte unbedingt eine Reaktion, eine Antwort im Heimspiel gegen den FC Augsburg her. Und diese Antwort hat Werder Bremen geliefert. 2-0 ist das Spiel am Ende aus Sicht der Bremer ausgegangen. Und das war sicherlich kein tabellarischer Befreiungsschlag, aber doch ein großer Anlass zum Durchatmen. Denn die Punkte, die haben in den vergangenen Wochen doch zu oft gefehlt. Und jetzt sind davon gleich 3 aufs Bremer Konto gewandert. Und das war beim Blick auf diese vergangenen 90 Minuten absolut verdient. Denn Werder war unter dem Strich die bessere Mannschaft. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die kämpft. Das fand ich sehr geil. Es ist, also ich finde aktuell, man darf sich darauf jetzt nicht ausruhen. Man muss weiter zeigen, was man drauf hat. Dann zeigt man auch, dass man verdient in dieser Liga bleiben kann und bleiben wird. Aber wir haben 3 Punkte geholt. Ne? Das ist das Einzige, was zählt. Ich glaube, dass wenn man die Punktebeute aus oder sich anschaut, ist es nicht so erfolgreich gelaufen für uns. Aber wir haben jetzt noch jetzt noch 2 Spiele und dann eine komplette Rückrunde und hoffen, dass wir besser ins neue Jahr starten. Nach dem überzeugenden 2-0 Heimsieg gegen Augsburg ist es dem SV Werder Bremen gelungen, einen Spieltag später direkt wieder Zählbares einzutüten, nämlich einen Punkt. Und gebracht hat den ein 2-2 Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach. Hier hinter mir im Borussia Park. Das ist eine Top-Mannschaft der Bundesliga auf allen Positionen. Also eine Mannschaft, die diesen Rhythmus ja gewohnt ist. Aber ich möchte sehen, dass wir ähnlich wie in den zuletzt auch vielen guten Auftritten unsere Chance suchen. Dass wir unangenehm sind gegen den Ball. Ich glaube, wenn bei uns alles passt, wenn eben dann auch Flutlichtspiel, letztes Spiel des Jahres, von draußen die Unterstützung so kommt, wie sie
im gesamten Kalenderjahr war, dann glaube ich, wenn die Tür ein Stück weit aufgeht, dass wir dann auch die Möglichkeit haben zu gewinnen. So muss das kurz vor Weihnachten sein. Das Weserstadion bebte heute hier. Oh, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es noch den Lucky Punch am Ende gegeben hätte. Aber ganz ehrlich, dieses 1:1 gegen RB Leipzig mit einer Notelf, muss man noch dazu sagen. Wer hätte das vorm Spiel gedacht? Ich habe noch so einige getroffen, die vorher gesagt haben, hoffentlich geht das heute gut. Ganz die halbe Abwehr ausgefallen, aber nix da. Die Bremer haben sich da heute durchgekämpft. Gerade am Ende, das macht viel Mut. Mit so einer Leistung gegen Leipzig darfst du eigentlich nicht absteigen, Kader. Wer da aufgestanden und wie? Und da macht Jin Ma, der vorher so viele komische, blöde Entscheidungen getroffen hatte, als er in den Kontern dann den Ball nicht ganz klar rübergespielt hat, das dumm auf eigene Faust probiert hat. Und da hat er den Ball kurz vorm 16er, überlegt sich, was kann ich jetzt machen, und schießt ihn einfach mal rein. Und dann war was los hier in diesem ausverkauften Weserstadion. Ich habe ihn hinterher gefragt, sag mal, Justin, war dir klar, was du da machen wolltest? Dann war ich in jedem Training. Ich mache in jedem Training, übe ich diese Finte, zack und rein. Hat super geklappt, der war stolz, die Bolle. Ich muss sagen, mich hat das heute schon begeistert. Es scheint, als wenn die Mannschaft schon die Leidenschaft auch wiedergefunden hat. Auch gerade bei Christian Groß, da hat man wirklich gesehen, der hat Bock. Klare Warnung vom Trainer, wir müssen eine Schippe drauflegen. Wir haben zu wenig Punkte. 16 Punkte nach 16 Spielen ist nicht genug. Das ganze Jahr, da ist er nicht so ganz mit zufrieden. Er hat Ziele erreicht. Aber zu wenig Punkte insgesamt. Gut. Er hat gesagt, dieser Verein gehört sicherlich auch irgendwann mal wieder woanders hin. Daran wollen wir arbeiten, das wollen wir hinkriegen. Habe ich selten von ihm so gehört in der Vergangenheit. Aber man ist weit über dem Strich, hat einen gewissen Abstand. Und mit so einem tollen Erlebnis kann man echt in die Winterpause gehen. Und das tun wir jetzt auch. Ich wünsche euch aber an dieser Stelle vom ganzen Team frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bleibt uns gewogen und dürft gerne auch unten was reinschreiben. Tschüss, bis dahin.